Hey, wir sind zu einer weiteren Folge von DSTV. Sind wir hier und ja, heute geht's weiter. Und zwar ja, heute geht's nach Bischofshofen zur Finale der Vierschanzenturnier hier. Jetzt auf. Ja, in echt und in jetzt quasi, jawohl. Ja, schaut so aus, hätten wir insgesamt schon einen sehr kleinen Sieger. Aber heute sind wir hier. Wo es noch keinen kleinen Sieger gibt, wie auch immer, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo ich hin wollte mit diesem. Gesetzler, aber keine Ahnung. Naja, wir starten dieses Springen mit Philipp Sakala. Mal schauen, was er hier machen kann. Wir haben leichten Seitenwind heute. Mal schauen, was das für uns bedeutet. Erstmal, naja, wieder ein unaufgewärmter Sprung. Bedeutet 118,5 Meter als erster Sprung hier mal. Wir sind ja die einzigen beiden, die noch keine Punkte gemacht haben dieses Jahr. Mal schauen, ob es heute gelingt, aber vieles für Karl ist schon mal meiner Meinung nach chancenlos. Schauen wir mal, wie es Michael Maximoschkin hier geht. Ein bisschen besser. Mal schauen, wie sehr es heute streuen wird, aber ich weiß nicht, ob das reichen wird. 126 Meter ist hier von dem Russen. Und wir werden direkt weitergehen mit Clemens Moranka. Ich denke schon, dass wir um die 130 Meter brauchen werden, aber wir werden sehen. Wohin das Ganze führt heute. Schauen wir mal, wo Clemens Moranka hinspringt. Der springt auf jeden Fall ein bisschen weiter. 135,5 Meter. Das ist schon eher die Weite, die ich mir hier heute erwarte. Also man sieht, ich brauche immer ein, zwei Sprünge, bis ich hier warm werde. Und das passiert, wenn ich vorher am heutigen Tag noch nicht DZ4 gestartet habe. Soll ich vielleicht ein paar Sprünge immer vorher einlegen, aber hey, so ist es halt. In mir hat sie den auf. Der war sehr stark. 138 Meter. Also, es kann auch vielleicht über die Hilses gehen heute. Wir werden sehen. Aber der war schon sehr, sehr stark. Weiter geht's mit Maciej Kot. Der Anlauf in meinem Bischofshofen wäre sehr flach. Und da denkt man immer, jetzt muss ja bald mal der Schanztisch kommen. Und er springt hier schon mal 141 Meter. Sehr, sehr stark auch von ihm. Weiter geht's mit Daniel Andre Kakina. Schauen, was der Rumäne hier schaffen kann. Ja, ein bisschen kürzer. 130,5 Meter, Rang 4. Also ja, es streut schon ein bisschen mehr hier. Und das merkt man auch direkt, wenn man hier den Absprung nicht erwischt. Also, wir werden sehen. Halber Egner Granerud. Bei uns ziemlich wenig Punkte gemacht bisher. Schauen, ob er sich das ändern kann. Zumindest die Grundlage dafür mal schaffen kann. 135,5 Meter sind es geworden. Wäre Ex-Eco mit Moranka, aber weil hier ja die Nummern 10 und es keine Ex-Eco-Positionierung geben kann, hat er das hier so erstmal auf Rang 3 geschafft. Dominik Peter. Auch gut. Und 34 Meter sind es geworden. Rang 5. Kann man schon mal machen. Nächster Sprung, Davide Bressadora. Anlauf sehr lang. Da hat man immer sehr, sehr viel Zeit, um nachzudenken und Absprung. Ist manchmal gut, manchmal nicht. Hier waren es jetzt nicht so geil, 127,5 Meter, weil dann doch durch die flache Natur des Anlaufs durchaus passieren kann, dass es, naja, eher mal der Absprung daneben geht, sage ich jetzt mal. Sandro Hauswirt, 122,5 Meter. Auch nicht wirklich top. Schauen wir mal, wie es jetzt Seo Choi geht. Ah, hat auch Probleme im Vorbau. Kommt auch nicht wirklich weit. 130 Meter ist aber trotzdem noch okay für das gewesen, was er da im Vorbau so ein bisschen Wickelwackel hatte. Rang 7, also wir werden es. Schwierig zu sagen, aber es schaut eben im Moment nicht so danach aus, als würde er sich eventuell qualifizieren können. Schauen wir mal. Naoki Nakamura. 130,5 Meter sind seine Meter, Rang 7. Also vielleicht reicht ein 130er heute. Wir werden sehen, aber es scheint mir noch ein bisschen zu kurz zu sein, nachdem wir schon mal 141 geschafft haben. Also schauen wir mal. Andreas Hoche. Besser. 133 Meter, Rang 6. Das ist schon eher eine Weite, wo ich mich anfreunden kann, dass das reichen könnte.
Also, wir werden sehen. Ansi Semenic ist jetzt weiter in Innsbruck geworden. Bei uns ist er da noch nicht. Also, nein, ich verwechsel die immer. Meine Güte, Semenic ist ja gar nicht dabei, so wirklich. Ich verwechsel immer Ansi Lanišek und Semenic, weil Namen und so. Gleicher Vorname. Ja, ich glaube, der ist ja gar nicht dabei, so mehr oder weniger dieses Jahr. Oder wenn, dann fällt er nicht so auf. Nun ja, man kann sich ja mal verreden. Ihr macht es sehen, guten Job in den Kommentaren und bessert mich immer gut aus. So ist das. Und ja, wie schaut's aus? Er ist auf Rang 3 erstmal. Die ersten beiden sind ja doch ein bisschen weiter vorne und hatten auch wirklich schöne Sprünge. Richard Freitag. Da habe ich ja letztens den Fehler gemacht und gesagt, ja, er wäre ja nicht dabei, aber er ist ja dabei gewesen. Die letzten Springer natürlich. Ja. Zumindest in der nationalen Gruppe, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ob er in Innsbruck dabei war. Aber hey. 134,5 Meter. Ist auf jeden Fall eine Weite. Casey Larson. Ja, der ist jetzt immer wieder dabei. Manchmal qualifiziert er sich, manchmal nicht. Aber scheint jetzt so der amerikanische Springer zu sein. Aber auch der Kadin statt Andrew Urlaub wieder im Weltcup. Den habe ich auch schon ewig nicht mehr gesehen. Aber hey, hat sich, glaube ich, auch letztens qualifiziert im Gegensatz zu Casey Larson. Also mal gucken. Ich hoffe auf jeden Fall, da kann sich wieder einer besser auftragen. So wie Kevin Bickner oder William Rhodes. Naja, wie auch immer. 133 Meter, Rang 6 erstmal hier für Casey Larson. Schaut schon mal gut aus. Ja, Stefan Huber. Keine Ahnung, wo der ist im Moment. Vielleicht ist der auch Bundesheer. Ich weiß es nicht, weil der ist halt nirgends zu finden, gerade in den Listen vom ÖSV. Keine Ahnung, ob er gerade seine Wehrpflicht ablegt oder nicht. Keine Ahnung. Also Rang 9 erstmal für Stefan Huber. Weiter geht's mit Wojtek Stursa. Ja, ja, ja. 135 Meter ist mal auf Rang 6. Durchaus okay. Roman Trofimov. Schauen wir mal, was der Russe hier machen kann. Ist ja auch nicht wirklich zu sehen. Aber bei den Russen ist ja generell schwierig gewesen vor der Saison, weil man nicht wirklich wusste, wer springt dieses Jahr. Und es scheint von Springer zu Springer auch zu wechseln. Also, man hat eine Entscheidung treffen müssen. Ich habe diese getroffen und naja, immerhin war Maxim Oschkin, glaube ich, öfters dabei als Trofimov. Wenn ich mich nicht irre. Shigayela jetzt. Da weiß ich, dass der jedes Mal dabei war. Oder fast jedes Springern. Auch wenn die Leistung nicht immer stimmt. Hier 132 Meter, Rang 12 erstmal. Matthew Sukop, ja, hat immer kleine persönliche Erfolge, indem er sich qualifiziert. Zumindestens, also beim Kanadier geht es auch bergauf, würde ich sagen. Und Kanada, da die stärkere von den beiden nordamerikanischen Nationen erstmal. 135,5 Meter von ihm. Scheint auch auf dem Weg zur Qualifikation zu sein. Ja, immer wieder mal jetzt zwei Franzosen mit dabei im Weltcup, aber nicht wirklich so erfolgreich. Auch weit hinten, aber es ist gut, wieder mal welche zu sehen. Einer davon eben Mathis Kontamin, auf Rang 11 hier. Gut predicted haben wir ich und Bartek vom DSJ4 Discord. Haben wir das gut gemacht, da haben wir gut predicted, dass wenn ein Franzose kommt, er kommt. Und das war auch dann der Fall. Kevin Bickner. Der machte leider die Pause dieses Jahr. Das hätte man nicht so absehen können. Das wurde erst nachher bekannt. Hier 135 Meter. Topsprung. Karl Geiger kommt bei uns auch ein bisschen früher. Aber naja, seit Innsbruck ja mehr oder weniger alles entschieden. Nach dem Bewerb. Da kann er nur noch ein großer Fehler von Stoch ihn eigentlich abhalten. Dass er die Vierschanzentournee gewinnt. Hier Karl Geiger erstmal auf Rang 3 mit 137,5 Meter, einer der besseren Sprünge. Denis Konilov, was kann er hier schaffen? Er ist immer wieder mal im Continental Cup auch unterwegs. Also, und da auch mäßigen Erfolg. Also, ich weiß nicht, was bei den Russen so los ist. Schwierig. Auch Klimov nicht gerade wirklich in Form im Moment. Rang 3 für Konilov hier. Andrew Urlaub, wie gesagt. Man hat zwei Amerikaner predicted am Anfang der Saison. Ich habe drei halt ausgewählt, aber hey. Ja,
ist halt nicht er geworden, ist halt der Cardinan mehr oder weniger jetzt im Moment. Aber was willst du machen? Rang 15, hier wie gesagt, es ist eine Auswahlungssache und da kann ich nicht viel machen rundherum. Aber wie auch immer, weiter geht's mit Daniel an der Tanne, der echt auch ein bisschen eine Formkrise hat. Mal gucken, wie es hier so ausläuft, wenn er hier runterkommt. Naja, auch hier nicht wirklich gut unterwegs. Rang 21 ist vielleicht doch ein bisschen wenig heute für die Qualifikation. Francesco Ceccon. Ja, auch die Italiener kommen nicht wirklich in den Hauptbewerb rein. Im Moment ist es von den Nationen sehr, sehr einseitig im Weltcup. Muss man ganz ehrlich sagen, es ist eigentlich Polen, Deutschland, Norwegen, dann kommt Österreich hinterher und Japan. Und dann sind wir schon bei den ersten 20, 25 Springen im zweiten Durchgang. Also schwierig. Sehr, sehr schwierig im Moment, was das betrifft. Nicht wirkliche Abwechslung da vorne noch drinnen. Leider. Ja, weiter geht's mit Vitali Kalinitschenko. Mal schauen, was der Ukrainer hier schaffen kann. Ah, der Sieg taucht durch am Anfang. Ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Und er landet bei 127 Meter Rang 25 im Moment. Ist leider wahrscheinlich heute zu wenig. Auf jeden Fall zu wenig, schätze ich mal. Robert Johansson. Was kann er hier schaffen? So ein bisschen zurückgekommen in Garmisch, glaube ich, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Ich kann sein, dass ich wieder Blödsinn rede. Rang 5, aber bei einem der beiden Springen war er nicht so schlecht. Und hier ist er auf Rang 5 im Moment. Kann man durchaus auch mal mitnehmen. Weiter geht's mit Jan Hörl. Auch eine schwierige Situation bei ihm. Manchmal zweiter Durchgang, manchmal erster Durchgang ausscheiden. Ja, also auch nicht so konstant wie letztes Jahr. Oder das Jahr davor war auch dabei, ich weiß es nicht. Aber ja, geht auf jeden Fall. Ist so eine schwierige Situation im Moment, das österreichische Team, finde ich. Ich meine, das Potenzial wäre da, aber irgendwie passen die Bedingungen dann nie. Und für ganz vorne reicht es aber dann doch nicht. Also komplett weird. Aber ja, schwierig zu sagen halt. Ne? Roman Kudelka jetzt. Was macht er hier? Jawohl. Erstmal auf 136 Meter und Rang 9. Keiichi Sato. Was kann er hier beitragen in diesem Qualifikationsdurchgang? Ja, durchaus okay. Das sind 134,5 Meter. Das ist Rang 7 erstmal. Und da ist es schon eine gute Position für eine Qualifikation. Nächster Springer ist Sergei Kachenko. Für die Kasachen, ja. Und 34,5 Meter, Rang 13. Könnte auch reichen für eine Quali heute. Hier bei ihm. Weiter geht's mit Stefan Kraft. Auch halbwegs weggekommen von oben. Durchaus okay. 132,5 Meter. Jedoch, schauen wir mal. Das ist jetzt nicht optimal, aber wir werden sehen, wo das dann hinkommt zum Schluss. Stefan Huller. Was schafft der Pole hier? Nicht wirklich was. Leider, leider. 127 Meter nur. Das wird schwierig für ihn. Andreas Wellinger. Ja, ist auch noch nicht in Form wieder seit seiner Verletzung. War mit der nationalen Gruppe da, aber mehr wird es wahrscheinlich auch dieses Jahr nicht reichen, würde ich sagen, im deutschen Team. Und aber hier, war trotzdem gut, jetzt mal in der Qualifikation Rang 6, 135 Meter. Weiter geht's mit Arti Aigro. Dem Esten. Der auch einen guten Start hatte in der Saison, jetzt die letzten Springen nicht ganz so mithalten konnte. Aber trotzdem immerhin gut unterwegs war. Rang 133 Meter. Und Rang hier war
23. nur. Okay, doch ein bisschen schwieriger als gedacht. Nächster Springer ist Domen Preutz. Was kann er hier schaffen? Der jüngste von den Preutz-Brüdern hat hier schon mal einen schlechten Absprung und ja. Das war leider nichts. 25,5. Das reicht heute jedenfalls nicht. Michael Heiberg. Ja, schwierig. Hat einen guten ersten Durchgang in Innsbruck. Der zweite war jetzt nicht so sonderlich. Aber, und die ersten hat er sich nicht mal qualifiziert. Also bergauf, eine Talfahrt hat er hinter sich dieses Jahr bisher. Das ist ein Wahnsinn. Also eine Rollercoasterfahrt, so Bergtalfahrt, unglaublich. Rang 5 hier. Also sehr, sehr schwierige Saison anscheinend. Manchmal bekommt es hin und dann klappt's und oder gar nicht. Keine Ahnung. Czesław Kosicek. Ich weiß nicht, wie ich das alles beschreiben soll. Der war gut. 135,5 Meter, Rang 10 für Czesław Kosicek erstmal. Der nächste Springer ist Stefan Laie. Absprung auch meiner Meinung nach ein bisschen zu früh erwischt. 125,5 Meter, Rang 39. Das war erstmal nichts. Weiter geht's mit Simon Ammann. Hat er jetzt seine ersten Punkte gemacht in Innsbruck oder nicht? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Also auch schwierig. Keine Punkte noch bisher gleich diese Saison für Simon Ammann. Hier macht er jetzt mal 137 Meter, macht einen guten Sprung. Rang 3. Erstmal hier. Nächster Springer ist Konstantin Schmidt. Mal reicht's auch nicht für ihn. Also auch eher so in der Kategorie Michael Heiberg, würde ich behaupten, bei ihm. Nur, dass er manchmal sich öfter nicht, nur dass er sich öfter nicht qualifiziert, würde ich sagen, als Heiberg. Aber das kann auch täuschen. Rang 15 ist hier für Schmidt. Ja, ist dabei. Johann André Forfang ist der nächste, der hier runter darf. Was kann der Norweger hier leisten? Ah, drückt auch ein bisschen zu früh drauf hier und ja, das ist dann, wenn man hier zu früh drauf drückt, dann war es das. Ist eine reine, man muss oben bleiben hier. Man darf hier nicht drauf drücken zu viel. Mackenzie Boyd-Klaus. Der Radius macht sich quasi von selber hier, mehr oder weniger. Wenn man das hier so sagen kann, wenn das korrekt ist. Ihr bessert mich sicher wieder in den Kommentaren aus. Wie auch immer. 134,5 Meter hier, Rang 15 für Mackenzie Boyd-Klaus. Das ist eine Qualifikation. Gregor de Schwanden, ja, der war überraschend gut in Innsbruck. Also scheint wieder zu seiner Form gefunden zu haben, die er schon mal hatte. Und ja, war ein sehr solides Springen für ihn. Und ist auch mal ein gutes Lebenszeichen gewesen für den schweizerischen Sprungsport wieder. Rang 7 für de Schwanden jetzt. Der nächste, der jetzt runter darf, ist jetzt eben Ante Lanišek. Der zweite wurde in Innsbruck. Mal schauen, wie er sich hier schlägt, aber auch eher tief. Und das ist eher nein. Rang 39, das ist definitiv zu wenig heute. Der nächste Springer, der jetzt runter darf, ist Daniel Huber, der auch so viel Pech hatte einfach in letzter Zeit. Vom Wind und dann hat sich noch ein schlechter Sprung eingeschlichen, also. Ja, schwierig, was er durchläuft, weil die Saison eigentlich gut gestartet für ihn. 135,5 Meter, Rang 9 für Daniel Huber. Robin Pedersen ist der nächste, der jetzt runter darf, der Norweger. Was geht sich bei ihm hier aus? Auch eher sehr spät am Absprung. Und das ist halt hier das Schwierige, Rang 47. Das geht sich halt nicht aus. Markus Schiffner jetzt. Mal da, mal nicht da. Wir werden sehen, wie es jetzt läuft. Am Anfang der Saison war er ein Ticken besser, gefühlt zumindest. Hier jetzt 130,5 Meter, Rang 38. Natürlich rede ich dann halt vom echten Springer, ne? Wie auch immer. Wladimir Zografski. Was kann der Bulgare leisten? War ja durchaus gut unterwegs. Aber ich glaube für. Ich weiß nicht. Ich habe nur im Kopf, dass er die Qualifikation sehr hoch beendet hatte. Also, ja, nicht sicher.
gerade wie er dann den Bewerb abgeschlossen hat, aber ich denke, dass er da nicht so gut war, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber wie gesagt, ich habe halt keinen Monitor gerade offen. Wahrscheinlich fällt es mir dann nach der Aufnahme wieder ein, aber bitte korrigiert mich natürlich in den Kommentaren. Das wäre super. Ja, 133 Meter, Rang 33 im Moment. Ja, da ist er noch gute Punkte weg, erstmal von. Bis Rang 40 geht es hier runter. Im Moment scheinen da die Sprünge nicht so gut zu gehen. Deswegen scroll ich mal runter. Peter Prius. Was kann er hier schaffen? Ja, das schaut gut aus. Das schaut gut aus. 135 Meter Supernoten, Rang 10. Alexander Schnieschall. Bei uns ja jetzt nicht so gut gewesen in letzter Zeit, aber ich glaube, es hat auch zu tun, dass er echt auch nicht so mega Sprünge erwischt hat. Und hier ist leider keine Ausnahme. Ich glaube, das ist die dritte oder vierte Competition, die er hier verfrüht ausscheidet. Bei uns hier. Bei DSG natürlich. Alex Inser. Bester Italiener bei uns hier. In echt nicht wirklich, auch nicht wirklich redenswert, was seine Leistung im Moment ist. Hier 130 Meter auch definitiv zu kurz. Weiter geht's mit Yukiya Sato. Was kann der Japaner hier zeigen? Keiner kommt so wie so recht nach vorne hier irgendwie, aber der war gut. Von Yukiya Sato 137 Meter, das ist erstmal Rang 6. Starke Leistung auch hier. Kamil Stoch darf jetzt runter. Eben wie gesagt, der Gewinner von Innsbruck. Also sehr, sehr stark war. Keine Frage. Auch hier ist er mal gut unterwegs. Rang 15 und 35,5 Meter. Ist auf jeden Fall im ersten Durchgang mit dieser Leistung. Weiter geht's mit Timi Zeitsch, der ja noch immer auf der Ersatzbank sitzt. Irgendwo. Schauen, ob er wieder ins Team zurückkehrt dieses Jahr. Hier macht er mal einen soliden Sprung auf 134 Meter, ist auf Rang 24 und damit auch mal qualifiziert zumindest. Philipp Aschenwald darf jetzt als nächstes runter. Ja, auch ein bisschen früh. Aber er kommt auf 134 Meter mit ausgezeichneten Noten, mit 4x20. Und da hat er mal Platz 14. So. Ryoyo Kobayashi jetzt als nächstes dran. Auch gut. Rang 14 und 35,5 Meter. Na gut, vielleicht doch ein bisschen mehr Meter gebraucht als gedacht heute in der Quali. Aber hey, Eetu Nousiainen jetzt. Auch ziemlich weit vorne im Gesamtweltcup. Und 33,5 Meter sind im Moment auf Rang 30, reicht aber da er gute Noten hatte. So, mittlerweile ist Stefan Kraft auch ausgeschieden. Schauen wir mal, wie es die restlichen angehen hier. Gregor Schlierenzauer. Auch wieder Nationalgruppe dabei in Bischofshofen. Also, ja, doch ist in Ordnung hier, aber auch etwas kurz. Rang 41, da ist er ex aequo schon mit Stefan Kraft, ne? Ja, naja, wäre er nicht gewesen, hat ein bisschen bessere Punkte gehabt bei kürzerer Weite, aber ist jetzt auch schon draußen. Weiter geht's mit Viktor Polaschek. Was schafft er hier? Er ist jetzt aus den Top 10 rausgefallen. War ja längste Zeit drinnen. Mal schauen, was er tut, wenn er sich qualifizieren muss. Er kommt im Moment auf Rang 40. Ja, das wird knapp. Das wird knapp. Muss man ganz ehrlich sagen. Schauen wir mal, was jetzt Zene Prius schafft. Sehr langer Anlauf. Jedes Mal kommt immer vor wie eine Ewigkeit. Er kommt auf jeden Fall die paar Meter weiter, die er braucht. 133,5 Meter. Rang 34. Geht sich aus für ihn. Ist auf jeden Fall auch hier mit dabei. Ja, weiter geht's mit Junshiro Kobayashi. Bisschen besser platziert als sein eigentlich besserer Bruder, wenn man es an echt anlehnt.
435 Meter, Rang 11, also sehr solide qualifiziert. Gibt's nix. Nächster Springer ist jetzt Niko Kytösaho von den Finnen. Auch sehr, sehr konstant dieses Jahr hier bei uns. Schauen, ob er das weiter fortsetzen kann. Schaut auf jeden Fall gut aus, dass er sich mal qualifiziert. Ja, sehr solide. Rang 33 war das, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe. Ne, Rang 30 genau, mit 133 Meter, sowas. Zwei noch oben, die sich qualifizieren müssen. Einmal jetzt hier Daiki Ito. Was schafft der Japaner hier jetzt? Ja, schaut gut aus. Der war sehr gut. 137,5 Meter, Rang 4. Also der war echt sehr, sehr stark. Und noch einer, der sich qualifizieren muss, ist nämlich Markus Eisenbichler. Schauen wir mal, was der Deutsche hier macht. Ist er jetzt auf Rang 11 in der Gesamtwertung. Und qualifiziert sich ja auch hier und heute wieder für den Hauptbewerb. Auch wenn es ein bisschen knapp war. Aber er ist dabei mit Rang 37. Also ja, so schaut's aus. Das sind die Qualifizierten. Stefan Huber, ja, scheidet nur aus dank seiner Startnummer. 0,1 Punkte mehr und er wäre dabei gewesen. Aber so ist es halt manchmal. Und ja, jetzt sind nochmal die fix Qualifizierten oben, die sich hier noch einordnen müssen für die K.O.-Duelle morgen. Also schauen wir jetzt mal, was hier die Top 10 hier in der Qualifikation anstellen können. Antti Aalto jetzt mal als erstes. Ja, kommt gut runter auch. Macht eine schöne Landung. 134 Meter, Rang 31. Ja, platziert sich mal. Aber ich weiß halt nicht, was so klug ist. Ob man vielleicht eher hinten starten soll, weiter vorne. Aber manche haben da ja auch immer verschiedene Ansichten. Auch Clemens Eigner, den finde ich irgendwie nicht mehr so dieses Jahr. Keine Ahnung. Also beim B-Team auch schwierige Übersicht. Ich weiß nicht, ob er noch eine Liga runter ist vom Continental Cup, aber ich habe halt, wie gesagt, die letztjährige Continental Cup Mannschaft genommen. Ja, aber die ist ja sehr, sehr viel Potenzial da im Continental Cup. Ich weiß nicht, wie es noch mal drunter ausschaut, ob er dort mitspringt oder nicht. Oder ob er jetzt auch seine Karriere beendet hat oder was. Ich weiß es nicht. Rang 2 jetzt mal für Clemens Eigner. Dieses Jahr hier ist er zumindest bei uns mit dabei. Pius Paschke. Mal schauen, was er hier noch schaffen kann. Ja, kommt auch schwierig raus, aber nimmt die Höhe gut mit. Muss ich ganz ehrlich sagen, manchmal steht man Bischofshofen hier halt gar nicht. Aber ist trotzdem gut gelaufen. Erstmal hier Rang 6, Rang 36 fast. 136 Meter, Rang 10. Nächster Springer, der jetzt runter darf, ist Marius Lindwig, der ja zwei Springern aufgrund Zahnschmerzen verpasst hat. Weil es halt echt schade war, weil er das erste Springen halt so gut beendet hatte. Aber nun ist es halt so, ne? Was willst du machen? Hier Rang 5, also trotzdem sehr, sehr gut unterwegs. Jakub Wolny. Einer der zwei Polen, die vorne mit dabei mitmischen. Mal gucken, was er hier machen kann. Wo will er starten? Will er von eigener Kraft weit vorne starten oder will er eher hinten sein? Aber hier 137,5 Meter ist jetzt mal Rang 6. Also auch eher weit vorne mit dabei. Anscheinend habe ich wieder den Sprung gefunden, den ich brauche. Wie auch immer, weiter geht's mit Piotr Schiller. Vielleicht nimmt er das Springen woanders in Kauf, wenn es hier irgendwie ein Taktieren gibt für ihn. Ja, 134 Meter, Rang 39. Ja, also auch eher so Mitte. Bitte damit starten, aus der Mitte irgendwo. David Kubacki, auch eher weit vorne. Also anscheinend haben wir drei Polen weit vorne. So wie es ausschaut. Auch eher 137 Meter, Rang 10. Ja, das könnte mit dem internen Kampf zu einem internen Kampf kommen gegen Wolny. Ich weiß nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir werden sehen, was jetzt Andreas Alamomo macht. Schwierig. Eher zum Schluss, also wird eher gegen einen Topmann springen. So ist es im Moment ausschaut, ist es jetzt Maciek Kot im Moment. Alles klar. Weiter geht's mit Severin Freund im Vorletzten dieser Qualifikation. Erstmal noch. Der ja auch einmal ein Springen gewonnen hat, einmal einen auf Platz 2 beendet hat.
letztes Mal ja leider gestürzt ist, aber trotzdem hier noch immer gut unterwegs ist. Rang 13 erstmal hier in der Qualifikation. Und unser Gesamt-Weltcup-Führender im Moment ist Evgeny Klimov. Ja, schauen wir mal, was er hier schaffen kann. Ja, auch eher mittelfeldmäßig unterwegs. 23, ja, da kommt er ziemlich gleich mal morgen dran. Werden wir sehen, wie es dann in seine Karten spielen wird. Es kommt auf jeden Fall, wenn ich hier das gerade so anschaue, zum Auftaktduell zwischen Keiichi Saito und Kamil Stoch, wenn das hier so korrekt angezeigt wird. Ja, müsste eigentlich, ne? Ja, müsste eigentlich. Wie auch immer. Ja, das war die Qualifikation. Wir schauen uns jetzt nochmal den Sprung von Maciej Kot an. Ja gut, das war ein schöner Sprung. Das war 2,5 Meter weiter als der zweitbeste Sprung. Also da habe ich definitiv was richtig gemacht. Und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es weitergeht, im ersten Durchgang und im zweiten Durchgang natürlich auch. Danke fürs Zusehen, bis morgen und springt schon brav weiter.